OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Dr. Maika Woya kommt aus Uganda. Uganda liegt in Ostafrika westlich von Kenia und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Menschen leben hier in Armut, die medizinische Versorgung ist schlecht. Maika Woya arbeitet heute in Deutschland, hier bei uns als Arzt. Gemeinsam mit seiner Frau Frauke baut er aktuell aber ein Krankenhaus in Uganda in der Millionenmetropole Kampala. Das ist ein Herzensprojekt der beiden, wo sie viel Energie, aber auch Geld hineinstecken. In unserer Podcast-Folge habe ich die beiden heute zu Gast und wir wollen darüber sprechen, wie die Idee überhaupt entstanden ist. Wie baut man ein Krankenhaus in mehreren tausend Kilometern Entfernung und warum lässt das Ehepaar ihren Job hier vor Ort ruhen, um in Uganda im Krankenhaus zu arbeiten? Mein Name ist Jan Scholz und ich freue mich auch, dass ihr heute mit dabei seid. Und das hier ist der OM Online Podcast. Mein OM Plus. Egal ob PC, Tablet oder mobil in der App. Ausführliche Informationen, Hintergründe und das Beste aus der OM Medienredaktion. Schon ab einem Euro pro Woche und jederzeit monatlich kündbar. Für alle, die wissen wollen, was im Oldenburger Münsterland los ist. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. Bei mir sitzen jetzt Dr. Maika Woya und seine Frau Frauke. Die beiden sind Ärzte. Mike, der ist leitender Oberarzt in Diepholz in der Orthopädie. Und Frauke, die ist Kinder- und Jugendärztin, auch in Diepholz. Die beide wohnen hier in Vechta, haben vier Kinder und jetzt sind sie bei mir zu Gast. Moin, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sind. Wollen wir doch mal ganz grundsätzlich über Ihre Idee sprechen, beziehungsweise was überhaupt dahinter steckt. Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, dass Sie beide jetzt ein Krankenhaus in Uganda bauen? Ja, im Grunde genommen ging das los 2005, als wir im Rahmen des Medizinstudiums das erste Mal gemeinsam in Uganda waren. Mein Mann ist ja in Uganda geboren, aber wir haben uns hier im Studium kennengelernt in Deutschland. Und 2005 habe ich dann schon festgestellt, dass das ein Land ist, was mich sehr interessiert und auch als Ärztin reizt, da mal länger zu arbeiten. Und das Ganze haben wir dann 2016 auch umgesetzt. Da waren wir dann beide frisch gebackene Fachärzte. Also mein Mann schon ein bisschen länger, aber ich dann eben auch. Und da sind wir in Uganda in die Entwicklungshilfe gegangen, ein Jahr lang. Ja, und da haben wir halt relativ schnell festgestellt, dass die Entwicklungshilfe dann doch bestimmte Grenzen hat und die Einsätze für uns so nicht waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Herr Kavoya, vielleicht können Sie mal erläutern, wie ist denn überhaupt die Situation in Uganda? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, Uganda, das muss man sich vorstellen, ist eins der ärmsten Länder der Welt, hat eine Bevölkerung von etwa 47 Millionen Einwohnern und im Schnitt eine Lebenserwartung seit 2021, die neueste Statistik, von etwa 63 Jahren. Die Analphabetisierungsrate steht bei etwa 76%, was allerdings erst jetzt in den letzten 7 bis 10 Jahren überhaupt so hochgekommen ist. Ansonsten hat man tatsächlich ein Gesundheitssystem, was zwar staatlich finanziert die Grundversorgung im Sinne von Behandlung von Fieber, Schnupfen, Heiserkeit und solche Sachen ermöglicht. Allerdings, wenn es dann um die fachliche Behandlung in verschiedenen Bereichen geht, dann ist eigentlich das Gesundheitssystem überhaupt nicht darauf gerichtet. Die Versorgung ist einfach schlicht und einfach nicht da. Sie beide haben, wie Sie eben schon erzählt haben, sich in Uganda schon mehrfach da vorher engagiert. Woher kommt denn überhaupt dieser Ehrgeiz bei Ihnen, dass Sie sagen, ja, ich möchte mich dort engagieren, das ist wichtig, auch sich dort zu engagieren? Die Motivation für mich persönlich kommt natürlich auch daher, dass ich über die Jahre, angefangen 2005 im praktischen Jahr des Medizinstudiums, auch das Leid und die Not gesehen habe vor Ort, wo einfach klar für uns klar wurde, dass wir uns da engagieren müssen. Wir haben es ja in Deutschland wirklich sehr, sehr gut und haben auch eine Spitzenmedizin nicht nur gelernt, sondern auch ausgeübt.
Das haben wir dann über die Jahre im Rahmen der Entwicklungshilfe, aber auch über private Einsätze in verschiedenen Krankenhäusern versucht anzubieten. Allerdings sind die infrastrukturellen Begebenheiten so beschränkt gewesen, dass wir das auf dem Niveau, wie man das hier so kennt, nicht anbieten konnten. Wir haben schon vieles erreicht, allerdings nicht auf dem Niveau, wie man sich das so vorstellt. Und da war für uns klar, wir müssen uns noch ein bisschen mehr engagieren. Und daraus ist dann wahrscheinlich die Idee entstanden, ein Krankenhaus vor Ort zu bauen. Zwei Privatpersonen, man muss dazu sagen, Sie sind jetzt nicht alleine, Sie haben zwischenzeitlich einen Verein gegründet. Vielleicht können Sie da mal ein paar Sätze zu verlieren, Frau Calvoya. Ja, genau. Wir haben also durch eine sehr glückliche Begegnung den Diplom-Ingenieur Thomas Nordlohne aus Lohne kennengelernt. Das war ein Patient, beziehungsweise die Tochter war Patientin bei meinem Mann. Und der hat dann gesagt, Mensch, ihr könnt das doch nicht alleine schaffen. Lasst euch doch ein bisschen helfen hier aus dem Oldenburger Münsterland. Und dann haben wir gesagt, das klingt eigentlich nach einer guten Idee. Was hast du da im Sinn? Und dann hat er gesagt, lasst uns doch einen Verein gründen, sodass alle Leute, die willens sind oder auch die Möglichkeiten haben, euch zu helfen, dass sie sich eben beteiligen können an eurem tollen Projekt. Das haben wir dann 2021 im September auch gemacht, haben eine Gründungsversammlung gemacht in Lohne und haben den Verein Amagumba-Hilfe gegründet. Relativ zügig wurde der dann auch als gemeinnütziger Verein anerkannt. Das heißt, wir können da eben entsprechend auch Spendenquittungen ausstellen und bekommen auch regelmäßig tolle Sachspenden. Und das hat uns natürlich ein Riesenstück vorangebracht dann auch mit dem Projekt. Was steckt hinter dem Namen des Vereins? Der Name des Vereins stellt sich aus dem Wort Amagumba und dann eben das zweite Wort Hilfe zusammen. Das Wort Amagumba heißt auf Luganda, das ist die lokale Sprache, die weit verbreitet in Uganda gesprochen wird. Das Wort bedeutet schlicht und einfach Knochen. Und das haben wir dann eben in Anlehnung an meine Arbeit hauptsächlich, die ich da auch am Knochen als Orthopäde über die vielen Jahre hinweg betrieben habe. Aber wir haben natürlich nicht nur Orthopädie betrieben. Meine Frau ist ja auch Kinderärztin und so haben wir auch viel Kinderorthopädie betrieben, sodass einfach das Wort Amagumba für beide Fälle, sowohl für die Erwachsenenmedizin, die wir in unserem spezifischen Fach betreiben, wie auch für die Kindermedizin einfach passend fanden. Okay, also die Idee war da, der Verein war jetzt auch da, vielleicht auch das nötige Know-how war auch da. Wie ging es dann weiter? Ja, wir brauchten natürlich einen verlässlichen Partner vor Ort, weil wir ja eben aktuell noch hier im schönen Oldenburger Münsterland leben und haben den gefunden in der Caritas. Und die Caritas Kampala verteilt das Geld dann, was sie von Amagumba Hilfe aus Deutschland bekommen, entsprechend der Vorstellung und Vereinssatzung, die wir hier haben, an die Menschen, die unterprivilegierten Kinder hauptsächlich in Uganda, unterstützt dort lokale Projekte und eben aber auch die Klinik, die sich da im Bau befindet, um dann eben das zu gewährleisten, dass wir hoffentlich ab September dort eben als Ärzte tätig werden und dann das umsetzen können, was wir hier mit dem Verein geplant haben. Vielleicht können wir einmal ein bisschen konkreter auf die Klinik blicken. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was für eine Klinik planen Sie dort? Also geplant ist eine fachspezifische orthopädisch und pädiatrische Klinik. Das heißt, wir behandeln alles, was mit Orthopädie, also Knochenbrüche, Fehlstellungen am Skelett, Verletzung von Muskeln, Sehnen und alles, was mit dem Stützapparat zu tun hat. Das behandeln wir dort sehr, sehr spezifisch, aber auch die Kinderheilkunde. Also nicht nur im operativen Sinne Kinderorthopädie betreiben, sondern auch reine kinderärztliche Behandlungen, auch von internistischen Kinderkrankheiten, die ja meine Frau dann eben betreut. So ist die Klinik ausgelegt, ganz, ganz fachspezifisch auf Orthopädie und auf die Kinderheilkunde ausgerichtet.
Also was, das kostet viel Geld, wenn wir mal daran denken, was allein veranschlagt wird für ein Zentralklinikum hier im Landkreis Vechta, was hier gebaut werden soll. Das sind ja schon Unsummen an Millionen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn Ihre Klinik sicherlich nicht das Ausmaß einer Zentralklinik einnehmen wird, aber trotzdem hat man da auch mit gewissen Summen zu tun. Ja, von welchen Summen sprechen wir da und woher kommt das Geld? Ja, das ist, ich muss da vielleicht ein bisschen anders rausholen. Wir haben die Idee gehabt und zusammen mit Thomas Nordlohne und seinem Ingenieurbüro in Lohne haben wir dann einen Entwurf für das Grundstück, für das Krankenhaus gemacht, auf einem kleinen Grundstück, was wir erworben hatten. Am Stadtrand in einem Slum von Kampala. Und da wurden dann nach der Fertigstellung der Entwürfe, da wird natürlich auch aufgestellt, wie viel in etwa der Bau kosten soll. Das wurde geschätzt auf etwa 3 Millionen Euro. Allerdings haben wir natürlich nicht das Geld und wir haben trotzdem gesagt, mit unseren privaten Mitteln, was wir so haben, dass wir jetzt erstmal anfangen. Wir wollten mit dem, was wir haben, schon mal loslegen und erstmal klein anfangen, dass wir schon anfangen, Leute zu behandeln, weil einfach die Not vor Ort sehr groß ist. Und so haben wir dann erstmal mit unserem kleinen Geld angefangen. Und das war im Februar 2022. Wie ging es dann weiter? Ja, wir sind dann so weit gekommen, dass wir tatsächlich den Rohbau bis etwa 3/4 fertigstellen konnten. In diesem Rohbau ist vorgesehen die Notfallambulanz bzw. die Praxisräume, eine Röntgenabteilung, zwei OP-Säle, ein Aufwachraum und sonst aber auch ein Physiotherapieraum, eine kleine Cafeteria und die Sterilisation und sonstige accessorische Räume. Als wir das dann fertig hatten, war natürlich das Geld dann alle. Wie das immer so ist. Genau. Und dann haben wir danach wieder gesammelt und haben jetzt, Stand jetzt, in etwa von dem, was da schon stand, etwa 20% jetzt fertig ausgebaut. Und das ist der Bereich, wo die Ambulanzräume bzw. Praxisräume stehen und die radiologische Abteilung. Und der Warteraum ist jetzt fertig, die kleine Apotheke ist soweit da ist der Putz an den Wänden schon und da ist die Farbe da, so dass man durchaus dort anfangen kann, Menschen zu behandeln. Auch wenn man noch nicht operieren kann, aber alles, was ambulant geht, kann man jetzt machen. Und ich denke nicht, dass wir aus eigenen Mitteln da jetzt weitermachen können, weil wir sind jetzt, da sind wirklich Summen, sehr große Summen jetzt. Jetzt kommen auch die richtig großen Brocken dann. Der OP-Bereich, die Patientenzimmer mit Bädern. Also das ist nochmal ein ganz weiterer Bauabschnitt, der noch kommt. Und also gerade OP-Bereich und Aufwachraum kann man sich vorstellen, dass das entsprechend viel, viel teurer ist als jetzt ein Ambulanzbereich, der hier einer Praxis praktisch gleicht. Und die richtig teuren Brocken kommen dann eben jetzt erst 2024 auf uns zu. Aber wir haben gesagt, nichtsdestotrotz wollen wir anfangen. Und wenn wir vor Ort sind, können wir das auch besser überwachen. Deswegen werden wir uns die nächsten 2 Jahre dafür Zeit nehmen, dann vor Ort zu sein und das umzusetzen, hoffentlich. Das heißt, Sie wollen selber auch vor Ort arbeiten, weil die nächste Frage wäre nämlich gewesen, also wenn man jetzt das Haus hat, vielleicht hat man auch das Material schon, man braucht natürlich auch das Personal, man braucht das Fachwissen. Das heißt, Sie beide werden auch vor Ort dann praktizieren? Ja, das Ziel ist, dass wir jetzt, im Grunde genommen, man muss sich immer daran erinnern, was das Ziel eigentlich war, von Anfang an. Und das war immer, Menschen zu behandeln. Und das wollen wir jetzt mit dem, was wir fertig haben, so schnell wie möglich tatsächlich dann machen. Und wir würden dann vorgesehen etwa ab September, Oktober vor Ort sein und dann anfangen, Patienten zu behandeln. Wir müssen allerdings Personal finden. Wir müssen die Praxis bzw. die Räumlichkeiten einrichten, mit Geräten und so weiter, die ganze Technik, die man dann eben braucht, um so eine Einrichtung zu betreiben auf dem Niveau.
Ja. Wobei wir da eben auch schon großzügige Spenden hier aus dem Oldenburger Münsterland bekommen haben. Also verschiedene Krankenhäuser haben uns Geräte gespendet, Ultraschallgeräte, EKG-Gerät. Untersuchungsliegen haben wir jetzt kürzlich bekommen. Auch die Malteser sind da zu erwähnen. Die haben uns auch unheimlich viel schon gespendet. Und es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, komm, ich mach dir das fertig. Ich beziehe dir die Liegen neu zum Beispiel. Oder die sagen, wir können noch was für die Einrichtung tun. Wir haben Rollhocker. Wir haben Nachbarn, die uns teilweise gebrauchte Gehstöcke rüberbringen. Also es ist wirklich in aller Munde und auch die kleinsten Sachen helfen. Also da sind wir schon dem Oldenburger Münsterland im Gesamten sehr dankbar, dass sie sich alle so toll engagieren hier, die Leute. Das heißt, das Interesse hier vor Ort ist sehr groß an dem, was sie machen. Wie wurde das denn vor Ort aufgenommen in Uganda? Wie haben die Menschen darauf reagiert, als sie mit dieser Idee um die Ecke gekommen sind, A, helfen zu wollen und B, dann gleich auch noch so ein Krankenhaus zu bauen? Ja, also die Idee wurde tatsächlich sehr, sehr gut aufgenommen. Als allererstes, als wir erwähnten, dass wir ein Krankenhaus bauen wollen, haben wir jemanden tatsächlich gefunden, der bereit war, uns ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, damit wir das Grundstück, das Krankenhaus da drauf bauen. Sonst hätten wir so ein Grundstück in so einer Gegend wahrscheinlich uns nicht leisten können. Aber das hat er kostenfrei zur Verfügung gestellt, mit der Bedingung, dass wir tatsächlich das umsetzen, was wir vorhaben. Und dann haben wir auch gesagt, super, dann machen wir das halt eben. Und ansonsten haben wir schon viele Menschen, die schon sehr darauf brennen, eben da zu arbeiten. Einige Krankenschwester, Physiotherapeuten haben sich schon beworben. Ärzte auch, die dort lokal ausgebildet werden, würden gerne dort auch arbeiten, von uns lernen. Wir haben auch den Bildungsauftrag da tatsächlich. Also das ganze Projekt wurde sehr gut aufgenommen. Ja, das muss man sagen. Also auch die Nachbarschaft sieht das durchaus eben als eine Aufwertung der Gegend, dass wir das Krankenhaus dort bauen. Und unterhalb der Klinik ist ein großer Slum, wo ungefähr 20.000 Menschen leben, unter ärmlichsten Bedingungen. Und da gibt es natürlich auch die Hoffnung, gerade von der Caritas, dass sich da eine gute Zusammenarbeit dann entwickelt, dass die vielleicht Patienten identifizieren, die sie uns bringen zu dem Krankenhaus, insbesondere Kinder. Da wollte ich vielleicht nochmal zu dem Punkt Motivation zurückkommen. Es gibt in Uganda viele Kinder mit angeborenen Knochenerkrankungen, die wir hier so gar nicht mehr sehen, weil die direkt nach der Geburt operiert werden. Die werden eben von Kinderärzten diagnostiziert und direkt verlegt. Und das war uns natürlich auch, war schon ziemlich traumatisierend dann, als wir 2016 dort gearbeitet haben, dass teilweise Patienten auf Klumpfüßen reingehumpelt kommen. Also bei uns würde kein Kind auf Klumpfüßen letztendlich laufen lernen. Das muss man einfach mal sagen. Also das sind schon unglaubliche Unterschiede von der, also was die Unterversorgung dort einfach betrifft und gerade in dem Feld angeborene Knochenerkrankungen bei Kindern. Das waren teilweise 12-, 13-Jährige, die ihr Leben lang auf 2 Klumpfüßen gelaufen sind, ne? Die dann gehofft haben, dass wir haben das auch tatsächlich in vielen Fällen korrigieren können, aber dann ist es schon immer etwas schwieriger, wenn man das so spät erst anfängt zu korrigieren, als wenn man es gleich nach der Geburt, wie man es ja in Deutschland kennt, macht. Das ist ja wirklich eine extrem große Aufgabe, die sie sich irgendwie hier angenommen haben. Vielleicht so kann man sogar gar von einer Mammutaufgabe sprechen, die sie sich hier angenommen haben. Bei so einer großen Aufgabe standen Sie da irgendwie auch vor Problemen oder vor Punkten, wo Sie immer dachten, irgendwie, okay, das ganze Projekt, das geht so nicht mehr weiter, da kommen wir irgendwie nicht mehr weiter? Oder war bei Ihnen da dauerhaft irgendwie dieser Wille, ja, wir schaffen das, wir haben irgendwie ein Ziel und da geht's hin? Ja, das kommt vielleicht immer so schubweise, ne, dass man zwischendurch mal denkt, um Gottes Willen, was haben wir uns hier aufgehalst, aber im Grunde genommen gibt's dann doch immer wieder eine Lösung oder es tun sich plötzlich tolle Menschen auf, die bereit sind zu helfen mit ihren Fähigkeiten und ihren Möglichkeiten, ihrer Zeit, ihrem Wissen. Also es ist unglaublich und bis jetzt haben wir immer das Gefühl gehabt, wir gehen in die richtige Richtung und so lange gehen wir da auch weiter. Aber die Schwierigkeiten, die hat es schon von Anfang an tatsächlich gegeben. Also wir haben immer eine Lösung gefunden zum Glück bisher. Ich weiß noch, ganz am Anfang hatten wir vor, das Krankenhaus woanders zu bauen. Und da hatten wir auch ein Grundstück ausfindig gemacht und dann hatten wir die ersten Entwürfe auf diesem Grundstück gemacht. Das hatte eine solche Hanglage,
dass mit allen Entwürfen das nicht hinzukriegen war, dass da etwas Finanzierbares gebaut werden kann, was auch noch funktioniert. Und dann haben wir die Idee verworfen, da das Krankenhaus zu bauen und haben uns dann wieder auf die Suche nach einem anderen Grundstück begeben. So zumindest zum Beispiel der Anfang, ne? Und im weiteren Verlauf, und das wird man auch nicht glauben, wir haben ja fast in Abwesenheit dieses Krankenhaus gebaut bisher. Und ich wusste auch nicht so genau, dass man ein Gebäude über WhatsApp bauen kann, aber das geht. und das auch noch nebenbei, neben der eigenen Arbeit, neben der eigenen Familie. Aber wir haben es geschafft, tatsächlich morgens eine kleine Konferenz mit den Bauleuten vor Ort, zum Mittag mal für 5 bis 15 Minuten nochmal und abends auch nochmal. Und dann haben wir so eben den Bau koordiniert aus der Ferne. Das bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Vor allem, wo Sie beide ja auch noch arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass Sie hier nichts zu tun hätten, sondern Sie sind ja beide berufstätig. Die letzte Herausforderung war jetzt eigentlich das Dach. Das hat mehrfach dann doch durch die starken tropischen Regenstürme Wasser durchgelaufen ist. Und deswegen hatten wir jetzt auch kürzlich Besuch von einem unserer Experten, Thomas Nordlohne und seiner Familie. Das war ganz toll. Und der hat uns dann fachkundig beraten und nach den letzten Regengüssen, toi toi toi, ist nichts mehr durchgelaufen durch das neue Dach. Ne? Allerdings muss man, das Problem ist jetzt, glaube ich, gelöst mit dem Dach, das. Aber man muss sagen, es hat große Löcher in unsere Kassen gehauen, mit denen wir vorher nicht gerechnet hatten. Und somit sind wir jetzt deutlich gebremst worden, ne? in unserem Fortkommen, was den Bau anbelangt. Aber das sind so ein paar Herausforderungen, die das Ganze mit sich gebracht hat bisher. Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam auf die Zukunft schauen. Zum einen auf die Zukunft Ihres Vereins, aber auch auf die Zukunft Ihres Krankenhauses und Ihre persönliche Zukunft. Wie geht es denn jetzt in den kommenden Monaten, auch vielleicht Jahren weiter? Ja, in den kommenden Monaten, ja, wir hoffen, dass wir tatsächlich das Krankenhaus in dem kleinen Format, wie wir das haben, zum Laufen bringen können, dass wir da anfangen können, dass wir gutes Personal finden, die wir auch gut schulen und dass die dann auch alles lernen und richtig umsetzen, wie wir uns das vorstellen oder wie das richtig sein soll. Und dass wir dann auch in den nächsten 1 bis 2 Jahren in der Lage sind, zumindest den Bau fertigzustellen. Wir wollen zunächst einmal für 2 Jahre vor Ort sein, um das alles umzusetzen, in der Hoffnung, dass das danach auch sich selbst tragen kann. Wir sind ja auch hier im Oldenburger Münsterland zu Hause, so dass wir eigentlich jetzt erstmal unsere Zeit da unten auf 2 Jahre begrenzt haben. Wir müssen dann gucken, ne? Aber der Wunsch ist, und das ist auch das, wonach wir dann streben, den Bau fertigzustellen, den Betrieb so auszurichten, dass das Ganze sich trägt, dass wir nicht immer vor Ort sein müssen, ne? Das sind so die Vorstellungen, ne, die wir so haben für die nächste und für die ferne Zukunft. Und für all das benötigt es wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle ein wenig Unterstützung. Lassen Sie uns doch da mal drauf schauen, wo genau hakt es im Moment noch, wo könnten Sie Unterstützung gebrauchen und auch wie kann man Ihnen helfen? Ja, also tatsächlich ist natürlich für, wie wir es schon besprochen hatten, den Operationsbereich, der ganze OP-Bereich, ist natürlich nochmal fachliche Beratung und natürlich auch die finanziellen Mittel müssen irgendwie noch bereitgestellt werden. Und da hoffen wir natürlich noch auf eine Kooperation oder Unterstützung, vielleicht auch wieder aus dem Oldenburger Münsterland. Und dann ist natürlich auch die Idee, da hatte sich auch schon eine Firma hier aus Vechta interessiert gezeigt, dass man eine Solaranlage eventuell auch auf das Dach bauen könnte, was natürlich auch helfen würde, entsprechend die unsichere Stromversorgung in Uganda so ein bisschen zu umgehen, dass man dann sicheren Strom hat für das Krankenhaus. Das ist ja jedem klar, dass man da sicher eine verlässliche Stromquelle benötigt. Und vom Prinzip gibt es natürlich auch sehr viele ärztliche Kollegen in unserem Verein. Da hoffen wir auch natürlich auf tatkräftige Unterstützung, dass sie sich wirklich in den nächsten Jahren vielleicht
eine kleine Auszeit nehmen, um uns zu helfen, dass das Ganze in Gang kommt oder auch dort vor Ort Patienten, aber natürlich auch ärztliche Kollegen und Pfleger und Physiotherapeuten mit auszubilden und zu schulen. Das wäre so die Hoffnung, dass da vielleicht eine Kooperation noch zustande kommt mit dem einen oder anderen. Natürlich kann auch jeder von euch Hörerinnen und Hörern unterstützen und auch hier spenden, den Verein auch mit unterstützen. Das Spendenkonto, das werden wir euch in der Beschreibung auch nochmal mit einblenden. Für Sie beide, ich danke Ihnen, dass Sie heute da gewesen sind, dass Sie so ausführlich über dieses Projekt, was ja wirklich, ja, es ist bewundernswert, was Sie da tun machen, dass Sie da so ausführlich drüber berichtet haben und wünsche Ihnen alles Gute für dieses Projekt. Und ja, vielleicht sehen und hören wir uns hier an dieser Stelle in einigen Jahren nochmal wieder und Sie berichten über den Erfolg, wie gut es gelaufen ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns das auch via Feedback mitteilt. Das könnt ihr uns schicken per E-Mail an redaktion@om-medien.de. Natürlich sind wir auch dankbar über ein Abo. Das geht auch ganz einfach in dem Anbieter, wo ihr uns gerade hört. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Mein Name ist Jan Scholz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.